jetzt wurde es halt der Olympiapark vor 3 Jahren, also lange wohnen wir jetzt hier. Und vor allem mit den Babys ist es halt toll, weil man eigentlich jeden Tag dort spazieren gehen kann. Und es ist halt schön mit dem Olympiaberg, mit dem Olympiasee. Man sieht natürlich viele Menschen beim Spazierengehen und es ist einfach diese Weite. Also ich finde es schön, wieder so Wasser zu haben. Ja, das gefällt mir. Hallo, ich bin Janina. Ich bin Journalistin. Ich schreibe viel über Gastro, aber auch manchmal über Einrichtungen. Und ich wohne in München zusammen mit meinem Freund und unseren Zwillingsbabys. Und in dieser Wohnung wohnen wir seit 3 Jahren. Ja, damals sind wir zusammengezogen, auch mit dem Gedanken, eine Familie zu gründen. Mein Einrichtungsstil ist schon immer also farbenfroh, würde ich sagen. Da gehe ich aber dann schon so ein bisschen mit Trends. Also ich habe schon immer Wände gestrichen. Also das fand ich schon immer schöner als weiße Wände. Und ich denke, es ist auch ein bisschen verspielt. Ich mag schon Details und Accessoires. Also es wäre bei mir, wird es glaube ich nie ganz clean sein. Jetzt sind wir im Kinderzimmer bzw. im Babyzimmer. Das war davor unser Büro- und Gästezimmer und davon sind noch die Wandfarben. Also wir hatten das Büro hier auf der einen Seite schon grau und das haben wir dann gelassen, weil ich dachte, das ist eigentlich für ein Kinderzimmer auch ganz schön, gerade mit den weißen Möbeln, also Wickeltisch und Bett, dass sich das ein bisschen abhebt von der Wand. Dieses Bettchen ist eigentlich, hat eine besondere Geschichte, weil das hat meine Mutter vor ein paar Jahren gefunden auf dem Sperrmüll quasi. Also es hat ein alter Mann vors Haus gestellt und dann hat sie gemeint, ob sie es mitnehmen kann. Und er hat gesagt, da hat schon seine Frau als Baby drin geschlafen, ich glaube in den 60er Jahren. Und wir haben es dann aufgearbeitet. Ich wollte das Kinderzimmer nicht zu clean machen und sollte schon ein bisschen Farbe haben, ein bisschen bunt, fröhlich, auch mit Tieren oder mit Mustern. Halt nicht zu düster, schon hell und freundlich. Und jetzt sind wir im Schlafzimmer und der Raum war eigentlich der, der am längsten noch weiß war, weil ich da nicht so genau wusste, welche Wandfarbe ich wählen soll. Dann dachte ich, irgendwie ein dunkles Rosa passt eigentlich zum Rest, weil wir auch schon einen Rotton im Wohnzimmer haben und generell pastellige Farben. Und dann dachte ich, dann mache ich hier damit weiter. Und damit es aber nicht zu girly und zu kitschig ist, habe ich dann so schwarze Bilderrahmen gewählt oder schwarze Accessoires und auch ein bisschen Gold, zum Beispiel bei der Lampe. Ja, welches Möbelstück ich besonders gerne mag im Schlafzimmer, ist hier die Frisierkommode. Die habe ich mal von der Bekannten, von meiner Mutter quasi geerbt und die sollte auf dem Müll landen und da habe ich gesagt, dafür ist sie wirklich zu schade. Auch mit dem den Spiegel finde ich sehr schön und ich kann hier meinen ganzen Schmuck unterbringen, wenn ich es mal zeige. Also hier sind lauter Ohrringe, Armbänder, Ketten und ja, man sieht halt gleich, was man hat. Hier sind wir im Zentrum der Wohnung, im Wohnzimmer und im Esszimmer. Und ja, das Markanteste an diesem Zimmer ist wahrscheinlich die Wandfarbe. Es war ein bisschen ein Versehen, also es sollte eigentlich mehr bräunlicher werden und dann, das habe ich aber selber angemischt und ja, das ist das Endergebnis, aber es hat uns dann trotzdem gefallen. Mein Lieblingsstück im Wohnzimmer ist aber eigentlich der Rattanschrank, weil ich einfach schön finde, dass der so hell ist und der strahlt irgendwie ja, Natürlichkeit aus und der macht es irgendwie gemütlich und wohnlich und ich finde, der passt auch schön zu den Pflanzen. Kommen wir zum Esstisch und ja, hier spielt sich eigentlich der ganze Tag ab, kann man sagen. Also hier frühstücken wir morgens, abends kommen dann oft Freunde und dann wird hier entweder gegessen, wenn wir gekocht haben oder wir machen hier einen Spieleabend. Und hier sind zwar nur 6 Stühle am Tisch, aber wenn man möchte, dann passen auch 10 Leute hin, dann rückt man ein bisschen mehr zusammen, holt noch ein paar Hocker und ja, dann passen hier viele Leute hin. Und jetzt zeige ich euch meine Küche. Da gibt es quasi einen alten Teil und einen neuen Teil. Also das hier ist der neue Teil, den haben wir
letztes Jahr hinzugefügt, als wir dann wussten, dass die Babys kommen. Da brauchten wir einfach mehr Stauraum. Und da hat Marius hier diesen weißen Teil der Küche hinzugefügt. Und der alte Teil da drüben, da sind die Fronten jetzt grün. Die ist schon sehr alt gewesen, die Küche, und ich habe sie dann neu lackiert in ja auch hellgrünen Fronten, wie die Wände hier. Bei beiden Küchenteilen ist die Verbindung, dass die Griffe die gleichen sind. Was auch sehr praktisch ist, dass hier der ganze Müll verschwindet in den Schubladen. Also hier sind Flaschen, Plastikmüll, Altglas, und man sieht das alles nicht. Also stehen nicht überall die blöden Mülleimer rum. Jetzt sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, die Tour durch meine Wohnung hat euch gefallen. Jetzt verrate ich euch noch meinen größten Deko-Fail. Und zwar, ich hatte früher einfach viel zu viel Kram in der Wohnung. Also überall stand was rum und es war einfach zu viel. Und es ist doch sehr befreiend, manchmal auszumisten und ja, mehr klarere Strukturen zu schaffen. Und was ich wiederum empfehlen kann, ist einfach Wandfarbe, Wandfarbe, Wandfarbe. Muss ja nichts Knalliges sein, einfach auch vielleicht ein leichtes Grau oder so. Und Pflanzen, finde ich, machen eine Wohnung viel wohnlicher. Auf jeden Fall auch alte Möbelstücke ruhig mal pimpen mit neuer Farbe oder neuen Griffen zum Beispiel. Und was ich auch wichtig finde, wenn man einen Balkon hat, den nicht zu vernachlässigen, weil das kann noch wunderbarer Wohnraum sein im Sommer. Und jetzt vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ja, dann auf Wiedersehen.